Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem zweiten Teil des Kaba Schokoladentests. Ich habe mir gedacht, weil Kaba so eine Kultmarke ist, stelle ich mal die Milchschokolade einzeln vor. Das Ergebnis seht ihr am Ende des Videos. Ich will nicht zu viel spoilern. Kann euch aber versprechen, dass dieses Video relativ fix gehen wird. Wir haben hier weiße Schokolade mit Erdbeeren und Brause. Finde ich sehr spannend und auch konsequent von Kaba in dem Fall, so eine Sorte zu machen. Denn wer kennt ihn nicht, den Kaba Erdbeerkakao. Den fand ich als Kind eine Zeit lang auch ziemlich cool als Sorte. Und ich bin gespannt, ob die weiße Schokolade hier ein bisschen mehr rockt, muss ich sagen, als die Milchschokolade. Da bin ich nicht ganz so begeistert vom Geschmack. Aber immerhin haben wir hier Kekscrunch drin. Vielleicht cruncht sie hier ordentlich. 100 Gramm Keksschokolade. Milchschokolade hat 25% Kakaoanteil mindestens. Und die weiße Schokolade mit Erdbeere. Das ist immer, man denkt immer, ich bin total bescheuert, wenn ich hier so drauf lese. Ne? Die hat übrigens 14% Vollmilchpulver. 4% Knisterbrause und 6% Erdbeermus. Das klingt eigentlich schon mal ganz cool. Wie im vorigen Video auch, muss man darauf hinweisen, 1,49 € pro Tafel. Dafür gibt es hier 100 Gramm, hier 85 Gramm und leider kein Fairtrade oder sonstiges Siegel. Deswegen schon mal nicht so cool. Aber wir holen jetzt trotzdem mal die Schokolade hier raus und gucken, ob denn wenigstens der Geschmack bei den Sorten stimmt. Oh, wow. Und das überrascht mich hier mega positiv. Es riecht genauso wie das Kaba Erdbeerpulver von damals. Das stimmt mich sehr persönlich. Der Geruch auf jeden Fall. Finde ich schon mal sehr, sehr gut gelungen. Tatsächlich gibt es bei der Milchschokolade mit Keksquatsch einen kleinen Unterschied zur anderen Milchschokolade. Denn die hat Magermilchpulver 11%, die andere hatte 11,7%. Und so sieht sie von hinten aus. Es ist also auch genügend Crunch drin. Das ist ja auch schon mal cool. Und die Tafel hat auch die gleiche Aufteilung. Unten ist der Kaba-Bär. Das finde ich schon ganz cool. Und weiter geht's mit der... Ja, die sieht wirklich gut aus. Tolle Optik. Viel Erdbeer, geiler Geruch. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Weiße Erdbeer und Brause. Coole Idee, hier auch noch Brause reinzupacken. Der Keks-Crunch erinnert eher so ein bisschen an Rice Krispies von unten, ja? Als wenn es so eine Schokolade mit Rice Krispies wäre. Aber mal schauen, er hat auf jeden Fall am Crunch nicht gespart. Die extra Zutaten sind erkennbar in der weißen Schokolade auch eher riechbar. Und ich bin gespannt, wie es denn gleich schmeckt. Ja, die riecht echt gut. Huch, ist ein bisschen gebrochen hier. Und die knistert so richtig geil. Kennt ihr diesen Knister, der in den Mund so aufploppt? Hat die auch. Coole Idee. Geschmack für mich als Erdbeer-Kaba-Fan vollkommen in Ordnung. Ist lecker. Und kann mich geschmacklich tatsächlich versöhnen und überzeugen, bekommt 8 Punkte. Ist eine coole Tafel. Und vielleicht macht man in Zukunft noch ein bisschen mehr mit Fairtrade in die Richtung. Und dann kann das was werden mit dieser Tafel. Ist echt ganz cool. Gucken wir mal, was Kekscrunch kann. Echt kleine Kekskrümel, ne? Aber mal schauen. Cool. Tut mir fast schon leid, dass ich die Milchschokolade so schlecht bewertet habe, aber ist mega langweilig. Und der Kekscrunch ist auch gut geworden. Also der Crunch bringt in diese sonst so langweilige Milchschokolade echt einen coolen Geschmack rein. Ist auch gut vorhanden, dieser Kekscrunch. Finde ich lecker. Ist jetzt auch nicht das mega krasse Geschmackserlebnis, aber ist gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, 7 Punkte. Also wenn ihr die Kaba-Tafeln probieren wollt, dann greift zur Keksschokolade und zur weißen Schokolade mit Erdbeeren. Die fand ich echt cool gelungen. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.